Herzlich willkommen zum Edeltalk zusammen mit Dominik und Kevin. Freunde, heute besondere Folge. Das gab es noch nie. Folge. Ja, wir hatten gerade ein Gespräch mit einem Experten. Einem richtigen Experten, aber nicht irgendeinem, sondern Reno Sommerhalder. Sehr gut, ja. Das hast du gemerkt. Oh, ich habe vorhin den Namen ein, zwei Mal vergessen. Reno ist ein Bärenexperte, kann man sagen. Der lebt schon ganz lange in Kanada, kennt sich dort aus, geht mit den Bären jeden Sommer raus, macht mit denen Action, chillt mit denen. Und wir haben den schon bei Sascha gesehen und dachten, ey, mit dem Mann müssen wir auch mal reden, was der uns so zu erzählen hat. Ja. Und es war unfassbar spannend. Unfassbar sympathischer Mann und unfassbar viel Wissen, was wir auch mitgenommen haben. Wahnsinn. Also schnallt euch an und viel Spaß mit der Folge. Abfahrt. Ja, herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr. Stell dich gerne mal ganz kurz vor für die Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen. Wir haben bis jetzt nur erzählt, dass du dich mit Bären sehr gut auskennst. Und ich glaube, es ist ganz gut, wenn du kurz ein kleines Intro machst, kurz sagst, was du machst, wer du bist, damit die Leute kurz einen Eindruck haben. Okay, mache ich gerne, aber ich möchte es von euch auch hören. Natürlich. Selbstverständlich. Alright, mein Name ist Reno Sommerhalder, ich bin eigentlich Schweizer, habe Doppelbürgerschaft, bin Kanada-Schweizer, lebe seit bald 37 Jahren jetzt hier in Kanada in den kanadischen Rocky Mountains, bin eigentlich Koch von Beruf, hatte dann aber während meinem ersten Sommer eine sehr tiefgreifende Erfahrung mit einem Bären, der nachts in mein Zelt eindringen wollte. Er riss die Seitenwand vom Zelt auf. Ich hatte so eine kleine Schweizer Kuhglocke in meinem Zelt, so als Türglocke eigentlich. Und die hat dann gebimmelt mitten in der Nacht. Und wir haben uns angestarrt, beide schockiert für eine Sekunde, zwei. Und er hat dann glücklicherweise den Kopf zurückgezogen aus dem Loch, den er da aufgerissen hat im Zelt. Aber diese Erfahrung hat mich eigentlich auf die Spur von Bären gebracht. Und von dem Moment an habe ich mich intensiv mit diesen Tieren beschäftigt und habe sommerlang in Alaska gelebt und habe dann Überlebenskurse gemacht in den Staaten hier in Kanada. Habe Bergführerprüfungen gemacht von der Association of Canadian Mountain Guides und so bin ich dann auch ins Guiding reingekommen, habe angefangen, Führungen zu organisieren, habe mich auch an Studien beteiligt und so bin ich immer mehr auf das Spezialgebiet Bären gekommen, mit der eigentlichen Absicht, Bären zu beschützen. Grizzly oder Braunbären eigentlich und ihren Lebensraum, um sie zu schützen. Es geht hier eigentlich um den Schutz dieser Tiere als Keystone Species, also als Vorzeigeart eigentlich für ganzheitliche Ökosysteme. Die sind ja so wie ein Thermometer für eine Art, für die Natur. Wenn es der Bärenpopulation mehr oder weniger gut geht, dann kann man drauf gehen, mehr oder weniger, dass das Ökosystem noch mehr oder weniger im Gleichgewicht ist. Ah, okay, verstehe. Sollen wir auch kurz ein kleines Intro... Oh, sorry, wir haben hier ein bisschen Delay, weil du bist ja gerade in Kanada, wir sind in Deutschland, dann ist da immer ein bisschen Verzögerung, glaube ich. Aber wir können gerne, also erstmal freuen uns sehr, dass du heute Zeit hast. Ja, vielen Dank. Mega nice schon mal. Sollen wir uns auch ganz kurz vorstellen, sollen wir auch kurz Intro machen, was bei uns abgeht, was unser Stand gerade ist? Das wäre super. Das wäre super, gerne. Magst du das machen? Also wir sind Kevin und Dominik und sind hauptberuflich irgendwo immer so im Streaming, im Podcasting unterwegs, auf YouTube. Also wie man neudeutsch sagt, Content Creator. Und wurden von Fritz eingeladen zu seiner Serie Seven vs. Wild. Hast du ja bestimmt auch schon mal gehört davon. Und sind diese Staffel dabei und halt eben auch in Kanada. Deswegen ist ja auch ein großes Thema halt mit dem Wildlife dort, mit den Bären. Und wir haben gesehen, dass du auch mit Sascha schon gesprochen hattest mal. Ich habe dann extra nicht alles angeschaut, weil ich mich nicht spoilern wollte hier für unser Gespräch. Aber das war auf jeden Fall sehr angenehm und es klang alles sehr interessant. Und dann haben wir gesagt, bevor wir nach Kanada fliegen, müssen wir nochmal mit dir sprechen. Genau, also weil wir natürlich uns auch vorbereiten jetzt Thema Survival an sich, aber was wir jetzt halt noch nicht so richtig wissen ist, wie geht man mit einem Bären um, wenn da was passiert? Also ich glaube, ich weiß es nicht, ich will jetzt nicht sagen, dass wir jetzt eine krasse Angst haben, aber man
Man hat ja einen gewissen Respekt. Es sind ja sehr große und auch, wenn die wollen, sehr starke Tiere. Und im Grunde würden wir ganz gerne lernen, wie man deeskalierend so umgeht damit. Und natürlich einfach auch gerne hören, was deine Erfahrungen sind mit dem Bären. Also ich fand es gerade ultra spannend, was du gesagt hast mit der prägenden Erfahrung, die du gemacht hast. Warst du da einfach alleine oder wie kann man sich das vorstellen? Also ich stelle mir gerade vor, du bist alleine im Wald und auf einmal mitten in der Nacht, du bist gerade wach, bist noch so ein bisschen schwummrig, weil du gerade aufgewacht bist und dann ist der Bär einfach schon so in deinem Zelt so drin gewesen. Ja, das ist Wahnsinn eigentlich. Ja. Ich nehme an, ihr beide seid ähnlich wie ich mit der Geschichte vom Rotkäppchen aufgewachsen. Ja. 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 Und leider Gottes leiden die meisten Großraubtiere auf der Welt, inklusive Wolf und Bär, unter diesem Rotkäppchen-Syndrom, wie ich dem sage. Oder wir wachsen mit einem Tier auf in dieser Geschichte, das in Wirklichkeit gar nicht existiert. Der Wolf ist dem Mensch gegenüber nicht gefährlich und genau dasselbe kann man eigentlich auf den Bären übertragen. Das ist wahrscheinlich heute Abend das Wichtigste, das ich euch erzähle. Okay. Natürlich hat der Bär wie jedes andere Wildtier auch, wie eine Hirschkuh zum Beispiel, die Hunds bei uns hier im Nationalpark zum Beispiel, die meisten Verletzungen, die von Wildtieren herkommen, sind Hirschkühe, nachdem sie ihre Kälber geworfen haben, weil die extrem defensiv sind und mit ihren Vorderhufen ausschlagen. Bären, Verletzungen von Bären, fast gänzlich nicht vorhanden. Also dieses Bild von Bären als blutrünstige Bestie, wie es gern von Hollywood oder von Jagdgesellschaften dargestellt wird, die haben natürlich einen Vorteil davon. Hollywood verkauft mehr Filme, Sensationalismus, und dagegen kämpfe ich arg an. Aber wie gesagt, aus Respekt sollte man dem Bären gegenüber, sollte man die Tiere relativ gut kennen und da gibt es ein Potenzial, dass der Bär, dass man einen Konflikt haben könnte mit einem Bären. Da gehen wir dann später vielleicht mehr spezifisch drauf hin. Aber ganz zum Vorhinein möchte ich, dass ihr wisst, dass der Bär auf eurer Reise eine so kleine Präsenz einnehmen wird in Realität, vielleicht nicht in euren Köpfen, und das verstehe ich. Ja, das stimmt, ja. Aber in Realität wird der Bär so eine kleine Präsenz einnehmen, dass ihr euch wirklich keine Sorgen machen müsst. Das ist, Bären sind unheimlich friedvolle und tolerante Tiere, die Probleme mit den Menschen, mit uns Zweibeinen eigentlich zu jeder Zeit aus dem Weg gehen. Ich glaube, das, oh, sorry, rede erst mal zu Ende. Ich dachte, du wärst fertig. Das ist einfach die Realität, oder das ist das wahre Bild. Mir ist es extrem wichtig, das wahre Bild, die Realität, das echte Bild dieses Tieres wiederzugeben. Mhm. Und das ist nicht dieses wie sagt er da, der Anthony Hopkins im Film The Edge, wo ein Bär sie verfolgt über den ganzen Film hinweg. Er wurde übrigens nahe von hier auch gedreht sowas gibt es gar nicht. Revenge unter Tieren, existiert nicht. Das gibt es nur unter uns Menschen. Und trotzdem sollte man vorbereitet sein auf eine potenzielle gefährliche Begegnung. Und darum geht es euch, glaube ich, auch. Ja, genau. Wir hatten halt uns schon so ein bisschen informiert und ich bin mir jetzt nicht zu 100% sicher, vielleicht weißt du das besser, aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist in der Zeit, wo wir da sind, also wir dürfen den genauen Zeitraum nicht sagen, aber ich sag mal, es in den nächsten 2-3 Monaten, in den nächsten zwei Monaten. Also August, September ist ja, weiß man genau. Ja, genau. Und ist wohl Zeit, wo die Bären quasi ihre Kinder bekommen, so wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, ich weiß nicht, das kannst du uns wahrscheinlich besser sagen. Also was ich immer gehört habe, ist, dass das die Zeit ist, wo die sich versuchen, viel Fett anzufressen, weil sie ja dann irgendwann in den Winterschlaf gehen. Mhm. Ich glaube, es sind ja so 4-5 Monate Winterschlaf oder so. Ne? Und
da halt auch, dass also viel, was halt auf uns zugetragen wird, ist, ey, das ist die Phase, wo die ja dann versuchen, viel zu fressen. Das wird vielleicht dann gefährlich für euch, weil, keine Ahnung, dann sehen die euch da, denken, das ist ein easy Snack. Man muss auch dazu sagen, wir kriegen halt natürlich von unserer Community wahrscheinlich auch eher so diese, hey Leute, das ist gefährlich. Natürlich. Also genau das, was du erzählt hast, worunter so diese reißerischen Sachen. Genau, diese reißerischen Sachen, die halt mehr so viral gehen irgendwie. Das sind die Sachen, die wir dann am Ende mitbekommen. Ja. Deswegen kriegen wir natürlich eher so diese Stories mit. Und irgendwie, es gab so ein Video, was letztens einmal die Welle gemacht hat, wo das war so eine Gruppe an, ich weiß gar nicht, was die gemacht haben, die waren so, es sah so aus, als wenn die auf so einem Watt oder so, also auf so einem Wattmeer, das war so, hast du das auch gesehen? Die waren an so einem Strand. Als sie sich da hingelegt haben? Nee, das war so eine Gruppe an 5 Menschen und dann kam so ein Bär auf die zugesprintet und die haben dann so den so angeschrien. Dass er dann Respekt hat und wieder geht. Ja, ey, das Video, das war auch eins, was ich gesehen habe. Genau, das kriegen wir zum Beispiel auch. Aber also kannst du uns vielleicht, bevor wir, weil wir haben so viele Fragen, du merkst, wir stellen dir schon alles auf einmal. Kannst du uns vielleicht erstmal was zu der Jahreszeit sagen? Also ist das jetzt eine spezielle Jahreszeit, in der wir gehen? Sorry, bist du der Kevin im grünen das ist Dominik? T-Shirt? Das ist Kevin. Und ich bin Kevin. Dominik. Dominik. Okay, Dominik. Dominik, hast du richtig gesagt, die Bären sind im September, wenn eure Staffel da im September stattfindet, die sind in einer Phase, der sagt man Hyperphagia. Das heißt vom Lateinischen ins Deutsche übersetzt sowas wie Fresssucht. Das heißt, dass die Tiere sind während dieser Jahreszeit bis zu 18 Stunden pro Tag am Fressen. Boah. Und da holen die Bären bis zu 30.000 Kalorien pro Tag rein. Das ist mehr oder weniger 10-mal mehr, als wir das an einem normalen Tag tun. Oder? Und wenn du dir überlegst, der Braunbär, hier in Kanada vor allem, ist hauptsächlich Vegetarier. Es ist eigentlich wichtig zu wissen, dass der Braunbär ein Allesfresser ist, wie wir Menschen auch. Der Braunbär ist kein klassisches Raubtier. Der jagt seine Beute nur sehr, sehr äußerst selten. Mhm. Das heißt, wie du vorher erwähnt hast auch Dominik, der Bär, der schläft, vor allem hier in Kanada, bis zu 6, ganz im Norden oben, 7 Monate pro Jahr. Krass. Stellt ihr euch vor, 7 Monate nichts fressen. Da hat er 5 bis 7 Monate Zeit, um sich diese 30% Körpergewicht, die sie verlieren während dem Winter, wieder reinzuholen, innerhalb 4 oder 5 Monaten. Und das tun sie hauptsächlich mit pflanzlicher Nahrung. Beeren, Wurzeln, Ameisen, Larven, viele Insekten, viel Grünzeug im Frühling. Und wenn sie natürlich an Fische rankommen, wie in Kanada an der Küste zum Beispiel oder in Alaska oben, dann tun sie das natürlich. Wie gesagt, es sind Allesfresser, sind Opportunistenbären, die nehmen eigentlich alles, was sie können, aber es muss unheimlich effiziente Nahrung sein. Das heißt, es muss hochwertige Nahrung sein. Und deshalb haben sie eigentlich auch kein Interesse an menschlicher Nahrung. Das ist eigentlich eher selten, das versucht ein Bär vielleicht mal diese unsichtbare Linie zu überschreiten, wenn ein natürliches Nahrungsmittel, wie bei uns zum Beispiel, gibt es eine Beere, das ist die Büffelbeere oder die Seifenbeere, die heißt auf Lateinische Perdia canadensis. Wenn diese Beere nicht reift, dann suchen sich die Bären Alternativen für diese fehlende, sehr wichtige Nahrungsquelle. Und in solchen Jahren kann es dann sein, dass dieser Bär mal versucht, menschliche Nahrung zu sich nehmen, ganz einfach, weil sie überleben wollen. Ja, aus Not heraus quasi. Ja. Genau. Sie müssen diese Fettreserven ansetzen und während dieser Hyperphagia, während dieser Fresszeit, da realisieren sie natürlich so wie eine Ernsthaftigkeit, die da einsetzt. Aber es ist völlig falsch, dass sie da irgendwie mehr aggressiv wären. Und ich sage immer nicht, ich sage eigentlich selten aggressiv, denn wenn es zu Zwischenfällen kommt, zwischen Braun- und Grizzlybären, das ist es ein defensiver Mechanismus, der zu potenziell gefährlichen Situationen führen kann. Es ist also nicht eine Aggression, wo der Bär Interesse hat, uns zu verletzen
oder uns zu fressen. Das gibt es praktisch gar nicht. Okay, verstehe. Oder wenn ein Bär vorwärts kommt, dann geschieht das meistens, um sich zu verteidigen. Und deshalb okay. ein defensives Muss, und das ist ein sehr, sehr wichtiger Unterschied. Das sind drei verschiedene Beispiele. Das ist eine Mutter mit Jungtieren. Die Jungtiere werden übrigens zwischen Januar bis Februar in der Winterhöhle geboren. Okay. Also ist noch Schnee draußen oder mitten im Winter. Und wenn sie dann zum ersten Mal das Tageslicht erblicken, das ist normalerweise irgendwann im April, dann ist das wie eine zweite Geburt, wo sie aus dem Bauch der Erde, also aus ihrem Erdloch, an das Tageslicht kommen zum ersten Mal. Und dann sind sie dann die ganz knuddeligen kleinen Wollballen, die man so gerne sieht. Und diese kleinen Wollballen, die versucht natürlich die Mutter dann, wenn man zu nahe kommt, vor allem bei scheueren Bären, zu beschützen. Klar, das ist ja dann, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist es ja für uns nicht relevant eigentlich, dieses Thema. Davon müssen wir jetzt nicht super krass aufpassen, weil du sagtest ja gerade, dass im Januar, Februar dieser Prozess stattfindet. Ja, aber die sind natürlich auch im August und September immer noch Jungbären, immer noch klein, beschützenswert, oder? Klar, ja. Aber du hast recht in dem Sinn, dass je älter, dass diese Bärenjungen werden, desto weniger wird dieses defensive Muster der Mutter ausgelöst. Ja. Aber normalerweise im ersten Jahr ist das schon relativ hoch, oder? Aber man muss auch wissen, dass dieselben Mütter mit Jungtieren, sobald sie merken, dass der Mensch vertrauenswürdig und nicht angsteinflößend ist, das heißt, wenn das keine bejagte Population von Bären ist, dann vertrauen sie dem Menschen so gut, dass jedes Jahr habe ich Mütter mit Jungen, die ihre Jungen bei meinen Füßen lassen, unmittelbar vor mir, 1-2 Meter vor mir, währenddem sie in den Lachsfluss reingehen, um zu fischen, um ihre Lachse zu holen, weil sie verstehen, dass die Jungbären bei mir sicherer sind als in der Anwesenheit von anderen Bären. Das ist also, die haben ein unheimliches Potenzial zur Toleranz, zur Friedfertigkeit, und auch Lernfähigkeit, Anpassungsfähigkeit, dass sie da Nutzen rausziehen können. Du, ist in der Gegend, in der wir hingehen werden, das ist ja schon bekannt, British Columbia, ist das ja in Kanada, da werden Bären nicht bejagt, ne? Da stehen die ja unter Schutz, oder? Ja, ich wünschte mir, das wäre so. Es besteht ein Moratorium. Man darf momentan schon seit, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann das neue Jagdgesetz da reinkam. Das war vor 4 oder 5 Jahren, haben wir lange Kampagne gehalten. Und seither darf man die Bären nicht mehr jagen in British Columbia. Allerdings dürfen das die indigenen Völker nach wie vor. Also die indigenen Völker, die jagen die nach wie vor. Ich habe momentan eine recht hitzige Debatte mit einem der Leaders von einem Stamm in British Columbia, und der hat mir gerade letztes Jahr 3-4 schockierende Trophäenbilder geschickt, es ist besteht ein großes Problem hier eigentlich mit diesen Native Rights, aber das ist ein anderes Thema. Die indigenen Völker, die jagen zum Teil nach wie vor für traditionellen Gebrauch, jagen die Grizzlybären mit einem sehr komischen Argument. Aber das ist ein anderes Thema, wie gesagt. Okay. Bären werden momentan im Großteil von British Columbia nicht gejagt, aber das geht natürlich in ein paar Jahre, bis die merken, dass man den Menschen vertrauen kann. Aber in unbejagten Populationen, wie bei uns hier im Nationalpark, wo Bären seit 100 Jahren nicht gejagt werden, da verschwindet dieses defensive Muster, weil sie merken, dass man dem Menschen vertrauen kann, dass sie da nicht angeschossen oder gejagt werden vom Menschen. Aber ist das was man irgendwie auch ausstrahlt? Also ist es irgendwie, weil in meinem Kopf, weil du meintest ja gerade, dass es teilweise vorkommt, dass die Mütter die Kinder wirklich vor deinen Füßen
so ablegen. Und ich könnte mir irgendwie auch vorstellen, dass es quasi eine Art Körpersprache ist von einem selber, von der einzelnen Person, jetzt nicht die Menschheit allgemein, dass die lange nicht gejagt wurden, die Bären an dem Ort, sondern einfach, dass man selber auch irgendwie eine bestimmte Ausstrahlung auf den Bären hat, dass man jetzt quasi ja nicht dass gefährlich man beruhigend wirkt. Genau, also gibt es vielleicht irgendwie da auch was du uns irgendwie mitgeben kannst. Falls wir wirklich in diese Situation kommen, hey, da kommt jetzt ein Bär auf uns zu, wie wir uns dann verhalten können, also was dann die Körpersprache vielleicht ist oder sowas, die wir haben, oder was wir am besten machen, verhalten wir uns ruhig oder vielleicht eher laut oder da hört man nämlich echt viel. Also da kommen wir jetzt eigentlich halt schon an die große Frage rein, generell eine Bärenbegegnung. Wie geht man um? Also es gibt ja halt immer so es gibt ja wahrscheinlich, das hast du schon tausendmal gehört, dieses Sprichwort, wo man sagt, if it's black, fight back, if it's brown, lay down und diese Sachen. Aber also ich glaube, wir haben uns schon ein bisschen natürlich eingehender informiert, wie sollte man an sich sich so verhalten, weil wir dringen ja in deren Gebiet ein. Ja, genau. Im Grunde, ne? Die leben da halt schon irgendwie immer. Und jetzt kommen wir da und wollen da ein YouTube-Video drehen, 14 Tage lang. Also, dass man das halt immer im Kopf hat und zum Beispiel diese Sachen wie, dass man, wenn man irgendwo unterwegs ist, dass man immer laut spricht, dass man keinen Bär irgendwie überraschen kann oder so. Aber da hast du wahrscheinlich noch viel, viel mehr dazu zu sagen. Was würdest du so als allgemeines Verhalten uns da mitgeben? Wie sollten wir uns da verhalten? Also, ja, es sind alles gute Fragen und es ist eigentlich, es kommt darauf an, wo genau in British Columbia, dass ihr da ausgesetzt werdet. Oder da gibt es dichtere und weniger dichtere Populationen in British Columbia. British Columbia hat, soviel ich weiß, ungefähr 15.000 Braun- oder Grizzlybären und noch viel mehr Schwarzbären. Jetzt das Allerwichtigste ist vorbeugen, wenn es zu potenziellen Konflikten oder zu Begegnungen mit Bären kommt, dass es schon gar nicht zu einer Begegnung kommt. Ich würde jetzt mal glauben, dass ihr wahrscheinlich, was sind das, 14 Tage, die ihr da ausgesetzt Tage, werdet? Ja. 14 Tage. Und was dürft ihr da mitnehmen? Also wir haben dabei eine Säge, Messer, Feuer, also für Feuer haben wir Sachen, bisschen was für Shelterbauer, also wir haben so eine kleine Plane wahrscheinlich mit dabei. Und dann haben wir für uns, das ist auch noch so ein Thema, was wir wahrscheinlich gleich noch klären wollen würden, wir haben noch sowas wie so Brühwürfel dabei, also so kleine Sachen, so Brühwürfel, ich weiß nicht genau, wie man das auf Englisch nennen würde. It's like a soup stock. Yeah, ja, genau, aber halt so gepresst like a stock, in einem Würfel. But it's in a cube pressed. Ja, right. Genau, dann kannst du und sowas haben wir dabei quasi, dass wir uns so eine Art kleine Mini-Brühe-Suppe machen können. Vielleicht unbedingt nicht. Ja. Das dürft ihr auf keinen Fall mitnehmen. Das haben die Bären wahnsinnig gerne. Mhm. Oh. Nein, das ist jetzt ein Witz. Ja, genau. Also vielleicht. Das ist unsere einzige Hoffnung, dass wir die ersten 4 Tage ohne Essen überleben. Und du sagst jetzt das. Aber ist es unlimitiert, was ihr mitnehmen könnt? Genau, also um dich noch einmal kurz ein Stück vorher abzuholen. Also die Regeln sind quasi diese, dass wir im Grunde genommen pro Team, es gibt ja mehrere Teams, Sascha ist ja auch in einem Team, mit dem du gesprochen hast. Genau, wir sind immer zu zweit und wir dürfen zu zweit eine 1-Liter Wasserflasche, die mit dieser großen Öffnung, dürfen wir mitnehmen und wir dürfen halt alles an Gegenständen mitnehmen, was dort reinpasst. Also zum Beispiel, wir machen jetzt halt rein, wie du schon meintest, ein Messer, eine Säge, diese Brühwürfel, etwas Seil zum Bauen, Seil, Angelhaken. Genau. Ne, also alles, was dort drin ist. Und zusätzlich bekommen wir noch einen Schlafsack und die Klamotten, die wir am Körper tragen und ein Bärenabwehrspray pro Person 1 und ein Erste-Hilfe-Kit. Ja, genau. Das ist alles, was wir dabei haben. Das ist alles, was wir haben, ja. Mhm, okay, also den Bärenspray, den habt ihr dabei, den bekommt ihr. Genau, jeder ein. Genau. Müssen wir auch die ganze Zeit an uns tragen. Aha. Ja, das macht auch Sinn. Also ganz wichtig in dieser Situation, egal wo in British Columbia sie ausgesetzt werdet, ist Prevention. Also Prävention, vorbeugen, dass es nicht zu einer Begegnung mit einem Bären kommt. Und wenn ihr euch da, ihr seid zu zweit, redet miteinander. Ich habe erzählt in meiner Geschichte, dass ich da eine Kuhglocke dabei hatte. Hier in Kanada kann man überall die Bärenglocken kaufen. Die funktionieren nicht, die hat man ausgetestet.
in Alaska in einer größeren Studie, habe verschiedene Laute vorgespielt. Bei der Glocke hat kein einziger Bär reagiert. Was genau ist das, was du gerade erzählt hast? Ist das ein bestimmter Ton, den der Bär hören kann? Oder? Es sind so kleine Glocken, die Leute am Rucksack befestigen und dann laufen sie da auf diesen Wegen, Wanderwegen umher. Und dass man immer einen Ton von sich fühlt. Genau. Aber viel, viel besser und effektiver oder effizienter ist die Stimme, die menschliche Stimme, weil nur durch die menschliche Stimme kann uns der Bär als Mensch erkennen. Und das ist wichtig, oder? Deshalb ist es wichtig, dass wenn ihr da draußen unterwegs seid, vor allem überlegt euch auch, wenn ihr neben einem lauteren Bach, neben einem Gewässer, das da rauscht, umherläuft, das halten sich die Bären auch gerne auf, da hat es viel Nahrung, dass sie da lauter sprecht, weil das Wasser, dass sie den Wasserpegel übertönt im Grunde genommen. Achtet einfach darauf, wenn es natürlich mehr Bären hat, mehr Bärennahrung, dass ihr lauter sprecht oder dass ihr einfach, dass es nicht zu einer Überraschungsbegegnung auf nahe Distanz kommt. Das ist, und da schneidet ihr gleich 90% vom schon extrem kleinen Potenzial aus. Es ist also, die Gefahr einer solchen Begegnung ist enorm klein. Überall in Britisch-Kolumbien. Wie gesagt, es gibt dichtere Gebiete, wo die Population höher ist. Und ich nehme nicht an, dass sie euch gleich neben einem Lachsfluss aussetzen werden, wo das Potenzial größer ist, eine Bärenbegegnung zu haben. Auf der anderen Seite muss ich sagen, zu einem solchen Wildniserlebnis gehört fast eine Bärenbeobachtung. Und das würde ja eure Erfahrung meiner Meinung nach extrem bereichern, wenn ihr solche Wildtiere sehen würdet, oder? Ich meine, es sind ja sehr schöne Tiere. Also aus der Ferne ist das ja auch alles in Ordnung, ne? Wenn man aus der Ferne einen Bär sieht, ne, dann hält man Abstand und dann macht er da sein Ding und wird ja dann auch wahrscheinlich wieder weiterziehen. Ja. Also da dagegen habe ich richtig schön, dann würde ich mich sehr freuen. Genau, darüber, also dagegen habe ich gar nichts, ne? Ja. Also vielleicht um nochmal bei der Location. Wir wissen es zwar nicht genau, aber es gibt ein paar Experten, die auch in Kanada schon unterwegs waren, die vermuten, dass es Vancouver Island sein könnte oder zumindest dort in der Ecke. Vielleicht hilft dir das noch ein bisschen, jetzt für uns das noch einzuschätzen, wie dort in der Ecke die Bärensituation so ist. Also Vancouver Island hat mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen keine Braun- oder Grizzlybären, sondern nur Schwarzbären. Mhm. Ganz im Norden oben, da schwimmen manchmal vom Festland her schwimmt manchmal ein Grizzlybär rüber, aber ganz leider überleben die nie lange. Die werden meistens von den Conservation Officers sehr ignoranterweise geschossen. Also Schwarzbären hauptsächlich. Beim Schwarzbären ist interessant der Unterschied vom menschlichen Verhalten zwischen Schwarz und dem Grizzlybären. Obwohl der Grizzlybär eigentlich als gefährlicher eingestuft wird, ist es so, dass, wie du vorher schon gesagt hast, dass wenn der Schwarzbär auf dich zukommt und wenn es da zum Körperkontakt kommen sollte, dass du dich nicht totstellst, wie man das beim Grizzlybären tun sollte, weil es sich um einen defensiven Mechanismus handelt. Und da komme ich nachher nochmal darauf zurück. Beim Schwarzbären rät man an, dass sobald der Körperkontakt besteht, dass man da dagegen ankämpft oder dass man dem Schwarzbär im Grunde genommen zeigen muss, wer das dominante Tier hier ist und das wärt ihr in diesem Fall und das machst du mit lauter Stimme, mit Steinen, mit Essen und dann als Notlösung mit dem Pfefferspray natürlich, dass er ihm einfach sagt, hey, bis hierhin und nicht weiter, wenn er diese Grenze überschreitet, dann zeigen wir, dass wir der Dominante ist in diesem Fall oder beim Schwarzbären. Aber dass ein Schwarzbär sich so verhält, ist so extrem selten, dass ich oftmals gar nicht über das Verhalten sprechen will, weil das dann viel mehr Angst auslöst im Menschen möglicherweise, als wenn man das einfach lässt. Oder der Schwarzbär, der hat kein Interesse. Oder? Und der Hauptgrund dafür, stellt euch vor, wie alle Wildtiere eigentlich, haben sich diese Bären über Hunderttausende von Jahren
entwickelt und genau, haargenau ihrem Lebensraum angepasst. Das heißt, ihren Beeren, ihren Wurzeln, ihren Fischen. Und deshalb haben sie, die haben gar kein Interesse an unserer menschlicher Nahrung. Als wir in Russland Bärenjunge ausgewildert haben, haben wir sie wieder und wieder getestet mit menschlicher Nahrung, Sonnenblumenkernen und Sachen, die sie in ihrem Lebensraum nicht vorfinden. Und dann haben wir gleichzeitig natürliche Nahrung wie Pinienzapfen oder tote, ausgeleichte Lachse gesammelt und haben ihnen beides gleichzeitig vorgelegt. Und sie haben in jedem Testfall haben sie die natürliche Nahrung vorgezogen. Also du meinst, sich auf das konzentriert. Du meinst also quasi... Oh, sorry. Go ahead. Nein, mach. Ich wollte nur noch mal wiederholen, um zu verstehen, ob ich es richtig verstanden habe. Du meinst quasi, die haben sich so krass dran gewöhnt an, hey, ich hole mir jetzt hier meinen Fisch, ich hole mir hier da die Tanzapfen, meintest du, glaube ich, auch. Der Mensch ist als Nahrung so wenig quasi verfügbar gewesen, dass das wahrscheinlich gar nicht deren Option ist, was sie sich dann auswählen. Meinst du so quasi? Genau, ja. Oder man hat oftmals Angst, dass man da... Natürlich sollte man aufpassen. Und so hatte ich meine erste Bärenerfahrung. Oder dieser Bär kam in mein Zelt rein, weil ich einen menschlichen Nahrung... Ich hatte da Brot vorne links, einen Laib Brot hatte ich da drin. Hatte keine Ahnung, wenn es zu Bären kommt. Oder man sagt ja, dass man die Nahrung nicht im Zelt, in seinem Schlafquartier aufbewahren sollte. Man sollte das an einem Baum aufhängen. Das ist allerdings auch schwierig, weil der Schwarzbär vor allem, der klettert sehr gut und sehr gerne. Also wenn man das dann tut, dann sollte man das weg vom Hauptbaumstamm aufhängen, über einen Ast mit dem Seil und dann das da raufziehen. Das funktioniert sehr gut, aber in eurem Fall, ihr habt ja keine Nahrung. Also sehr wenig. Sehr also wenig, ja. Genau, aber da ist die Anschlussfrage vielleicht, wir werden natürlich dort versuchen, in den 14 Tagen auch Fische zu fangen, zu angeln oder in welcher Form auch immer, dass wir, also das ist halt die Nahrungsquelle, die für uns realistisch ist. Und auch da ist natürlich die Frage der Zubereitung, also unser Plan gerade ist, dass wir auch gar nicht an dem Lagerfeuer quasi bei unserem Shelter den Fisch zubereiten, sondern da dann wirklich nochmal mit einiger Entfernung nochmal eine extra Stelle machen, ein extra Feuer, wo wir den Fisch braten und auch alle Reste dort lassen und dann halt einfach wirklich im Lager eigentlich gar nichts haben. Außer halt diese Brühe, von der ich vorhin angesprochen hatte. Wenn das wirklich Vancouver Island sein wird, dann ist die Möglichkeit sehr stark, dass es im September sein wird, weil da habt ihr dann das ist so der Peak der Salmon Runs, der Lachs Vorkommen da an dieser Küste ist. Mhm. Eigentlich findet im September statt. Und wenn ihr dann nahe einem solchen Lachsfluss wärt, dann wäre das Potenzial viel größer natürlich, dass ihr Bären, dass ihr den Lebensraum mit Bären teilen werdet, doch ich würde das als sehr, natürlich als sehr spannend und bereichernd ansehen und nicht als beängstigend. Mhm. Vor allem, weil es viele Lachse hat, dann haben die null Interesse an euch oder an eurer Nahrung. Okay, und der Bär, der Schwarzbär, was auch wichtig ist, dass der Schwarzbär, der hat ein ganz anderes defensives Muster als der Grizzlybär. Der Grizzlybär, der hat sich in einem Prärie-System entwickelt, wo es keine Bäume gibt. Und da geschieht es manchmal, dass er vorwärts kommt, um sich zu verteidigen. Der Schwarzbär, der hat sich in einem bewaldeten Gebiet entwickelt. Das heißt, sein defensives Muster besteht zu 90% aus dem Klettern von Bäumen, um der Gefahr wegzukommen. Das heißt also, dass er nicht vorwärts kommt, sondern er zieht sich zurück und klettert einen Baum rauf. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, dieser generelle Unterschied zwischen dem Grizzly und Schwarzbären, warum man eigentlich vom Schwarzbären viel weniger Angst haben muss, wegen diesem defensiven Muster, in dem er eigentlich flüchtet, statt dass er vorwärts kommt. Und auf Vancouver Island, wie gesagt, sind das Schwarzbären, mit denen ihr dann umgehen müsst. Nochmals wegen den Fischen, das hast du genau richtig gesagt, Dominik.
einfach, wenn ihr angelt, kein Problem, aber nehmt die Fische am Fluss selber aus, werft die Eingeweiden, was auch immer, zurück in den Fluss, so wenig Geschmack wie möglich, Geruch wie möglich, der Geruch immer entfernen, habt gleich da neben dem Fluss vielleicht 100 Meter weg davon, ein Feuer, wo das Essen zubereitet, und dann schlaft 200-400 Meter weg von diesem Ort in einem Camp, versucht auch, dass ihr den Fischgeruch nicht zu stark an euch selber haften bleibt oder dass ihr die Hände wascht und so weiter. Und dann sollte das kein Problem sein. Okay, das ist schon mal sehr beruhigend. Ja, beruhigend. Und ja, so wie du es erzählst, freue ich mich auch irgendwie, dass wir, also irgendwie hoffe ich jetzt doch auf eine Art, dass wir einen sehen. Ich auf jeden Fall. Also gerade so aus der Entfernung wäre das super cool. Es wäre halt super schön. Und ich meine, wann sieht man mal so ein, gerade für uns Europäer, sag ich mal, so ein spannendes Tier in seinem normalen Lebensumfeld quasi. Also ich kann mir vorstellen, wir sind da jetzt die 14 Tage, haben so ein paar coole Begegnungen und dann reden oder rufen wir dich in einem halben Jahr nochmal an und gehen mit dir die nächste Alaska-Tour zusammen durch oder so. Ne? Ja, aber also, ja, hey, wie wurdet ihr ausgewählt dazu? Was habt ihr für Erfahrung in der Wildnis? genau deshalb wurden wir ausgewählt, weil wir keine haben. Also es sind ja dieses Mal wieder 7 Teams, a 14 Leute, und Fritz hat das so ein bisschen gemischt. Also ich würde sagen, es sind so 3 oder 4 Teams mit mehr oder weniger Erfahrung schon im Outdoor- und Survival-Bereich. Und es sind aber auch 3 Teams dabei, die eigentlich gar keine großartige Erfahrung in diesem Thema haben. Also so die, ja, so da, also wir sind auf jeden Fall eins. Brutale Anfänger. Der Teams, die brutale Anfänger haben. Also, noch ein anderes Team dabei, das sind auch Anfänger. Und dann gibt es ja noch das Team mit Sascha und Knossi. Die waren ja letztes Jahr in Panama, hat er bestimmt dir erzählt. Mhm. Aber gut, ich meine, jetzt in diesem Gebiet haben die jetzt beide auch noch keine großartige Erfahrung. So, ne? Ja, also wir sind, also Stand jetzt ist wirklich, ich würde sagen, wir sind auf jeden Fall immer noch brutale Anfänger. Aber wir nehmen das Ganze halt natürlich so ernst, wie es nur geht. Also wir informieren uns halt auch jetzt gerade, ne, mit dir. Deswegen haben wir ja gerade diesen Talk, weil uns das unfassbar interessiert. Und ich glaube, gerade so Thema Tiere allgemein ist gerade noch so ein großes Fragezeichen. Also langsam wird's so besser. Ja, genau. Aber war auf jeden Fall noch ein großes Fragezeichen, was wir hatten. Aber wir lernen jetzt auch langsam so Shelter bauen. Oder wir haben jetzt auch schon das erste. Haben wir ja. Also genau. wir sind schon mal 3 Tage zusammen rausgegangen in den Wald und haben quasi unter den Umständen, die wir dann dort auch in Kanada haben, also nur mit unseren Gegenständen in der Flasche und nur mit unserem Schlafsack etc., haben wir halt dort dann quasi überlebt und Shelter gebaut und auch Wasser abgekocht auf alle möglichen Arten und genau. So. Also wir haben auch alles schon praktisch schon mal durchgespielt und haben im Kopf schon relativ genau einen Plan, das bauen, dann das bauen, haben schon viel mit auch Survival-Experten und so geredet. Aber wir können jetzt nicht vorweisen, dass wir sagen, wir sind schon seit 2 Jahren jedes Wochenende irgendwie draußen in der Wildnis oder so. Ja, genau. Das nicht. Jetzt noch schnell was anderes, 2 Sachen. An der Westküste im September solltet ihr noch reichlich Bären finden. Hm. Bären haben, oder die sind unheimlich wichtig für Bären auch. Und ich bin gerade dabei, ein neues Buch zu schreiben übrigens. Und da geht es, beim Buch geht es eigentlich um Bärennahrung und wie wir Menschen fast 100% dieselbe Nahrung zu uns nehmen. Okay. Es gibt verschiedene Geschichten von Indianern, die Bären und Grizzlybären in der Prärie oder auch im Wald gefolgt sind, um zu schauen und nachzuahmen, was die Bären tun, was die Bären fressen, ist auch für den Menschen zu 99% essbar. Wenn ihr euch überlegt, Nüsse, Beeren, Lachse, Wildfleisch, ist alles auf unserem Speiseplan. Mhm. Finde ich extrem interessant. Oder aber die Bären, die sind, wenn ihr genügend Bären findet, könnt ihr einfach für Wochen und Monate von Bären allein überleben. Der Zucker, der da enthalten ist, vor allem im September, der sich dann in unserem Körper in Fett umwälzt, der ist enorm wichtig. Oder es ist extrem wichtig in einer solchen Situation, dass ihr fettreiche Nahrung findet. Alles andere spielt in 2 Wochen viel weniger eine Rolle. Oder ich meine,
ihr könnt spielen, einfach nur mit Wasser überleben, werden ein paar Kilos verlieren. Aber wirklich die großen, die Sachen, die, wie macht ihr Feuer zum Beispiel im Regenwald? Also wir haben, ist ein Regenwald da. Ja, also wir haben mehrere Optionen dafür. Wir haben einmal einen Feuerstahl dabei, also wirklich so die richtige Survival-Taktik, sage ich mal. Aber wir nehmen auch vorsichtshalber noch ein kleines Feuerzeug mit, einfach um sicher zu sein, weil wir glauben halt, das Feuer ist, also wenn wir, ich glaube, wenn wir kein Feuer haben, dann ist vorbei. Ja, Feuer ist das Wichtigste, ne? Das ist das Wichtigste, was wir haben, alleine für Wasser abkochen. Und da haben wir jetzt auch schon so ein bisschen trainiert. Wir haben es ein paar Mal mit Birkenrinde versucht. Und geschafft auch. Und auch geschafft, genau. Also, dass man quasi da dieses, ich weiß nicht, inwieweit du da drin bist, aber dieses, dass da so ein Öl drin, wurde uns erklärt, in dieser Birkenrinde. Und die haben wir so aufgeschabt und das konnte man sehr gut entzünden mit dem Feuerstahl. Naja, wir haben es mit sehr vielen Sachen. Also, wir haben in unserem Training in den drei Tagen haben wir komplett nur Feuerstahl gemacht, weil Feuerzeug ist natürlich einfacher. Also, wir haben es mit Pflanzenfasern gemacht, haben gelernt, wie man, wo die ist, wie man die trocknet. Wir haben es auch mal mit Fichtenreisig gemacht, weil in der Gegend auf jeden Fall, ja, Nadelbäume zu erwarten sind. Also ich denke, da haben wir auf jeden Fall ein paar Optionen im Kopf. Und wie gesagt, halt, selbst wenn es dann mit dem Feuerstahl mal gar nicht klappen sollte, haben wir halt immer Backup, das Feuerzeug. Damit sollte man es ja eigentlich, ich klopfe mal dreimal auf Holz hier. Ja, ich klopfe auch mal vorsichtshalber. Sollte man es ja eigentlich immer schaffen. Ja, genau. Also das ist so unser Plan. Ich kann euch da noch einen Tipp geben. Gerne. Sehr gerne. Ich meine, das ist ja ein Regenwald, oder? Und im Regenwald, um was ich oftmals verwende, um ein Feuer anzufachen, sind die verdorrten roten Äste einer Fichte. Die brennen, wenn die trocken sind, wenn du die trocken findest, und das ist im Regenwald manchmal ein Problem. Im September hast du schon die ersten Herbststürme oftmals, wo es relativ nass wird. Und du bist an einer Regenküste da, oder wenn das wirklich Vancouver Island sein wird, was manchmal schwierig ist. Aber was Wunder wirkt, ist ein Tampon. Oh, ja, das haben auch schon ein paar Leute gesagt, ja. Ein kleiner Tampon, den kannst du aufwickeln, der brennt im Nu, ist wunderbarer Zunder, wiegt nichts, passt sehr gut in eure kleine Flasche rein. Und wenn ihr dann nichts Natürliches findet, um ein Feuer anzufachen, das ist das beste Material, das sehr klein und dense eigentlich ist, wo man ohne Probleme ein Feuer anfachen könnte. Also wir sind gerade noch so ein bisschen am Überlegen, was wir noch so ändern. Wir überlegen zum Beispiel gerade irgendwie noch eine größere Plane. Wir haben gerade so eine 2x1-Plane und es soll wohl laut Wetterbericht, glaube ich, irgendwie ein Drittel oder so der Zeit, die wir da sind, auch regnen. Das heißt, dass unser Shelter, den wir dann bauen, dass der dann wasserdicht ist, ist auf jeden Fall hohe Prio, würde ich sagen. Und da sind wir gerade noch ein bisschen am Überlegen, ob es vielleicht da zum Beispiel auch noch smarter ist, wenn wir eine größere Plane mitnehmen und sowas. Dann müssen wir mal gucken, ob da noch sowas reinpassen würde. Aber ich sag ehrlich, bevor wir den Platz freilassen, dann, also ich glaube, dann sowas kriegen wir da safe noch irgendwie mit rein. Ja. Und also so ein Tampon ist ja echt nicht groß. Und wahrscheinlich ist es auch eher was, wenn ich das richtig verstanden habe, was wir nicht nur für einmal verwenden, sondern was wir dann so uns so Stück für Stück abreißen und immer so ein bisschen was verwenden, oder? Also das kann man ja wahrscheinlich sogar für mehrere Feuer verwenden. Oder wir lassen ein Feuer und versuchen es die ganze Zeit einfach anzulassen. Das geht ja auch. Ist vielleicht sogar noch die bessere Strategie. Ja. Im besten Fall, je nachdem. Man spricht da oftmals über die Bären und der Bär, das wird nicht das Hauptthema sein bei euch, oder? Wenn es zum Überleben dieser 14 Tage kommt, sondern es wird die Umwelt, das Wetter sein oder die Kälte, dass ihr trocken bleibt, dass ihr warm bleibt, dass ihr genug Wasser zum Trinken habt. Und was viel gefährlicher ist in einem solchen Wäldern als der Bär, sind Bäume. Dass ihr nicht von einem Baum zerquetscht werdet. Ja. Das sterben viel mehr Leute wegen fallenden Bäumen in Wäldern als von Bär durch Bärenattacken. Oder deshalb weiche ich oftmals weg und trotzdem muss man wissen, wie man sich verhalten sollte. Also jetzt frage ich euch, wenn ihr jetzt da unterwegs seid, ihr seid am Bärennaschen irgendwo in einem Busch und vergesst irgendwie die Zeit um euch rum und auf einmal hört ihr dann Schnauben unmittelbar vor euch und da steht ein Bär. Was macht ihr dann? Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann sollten wir reden, oder? Also die menschliche Stimme auf jeden Fall.
Also ich glaube, ich würde dann anfangen zu reden. Wir sollten schon die ganze Zeit reden. Wir sollten die ganze Zeit, das sollten wir wirklich versuchen, aber angenommen, so wie du gerade meintest, dass wir es jetzt vergessen haben und wir haben jetzt nicht geredet und der steht schon vor uns. Ja. Dann würde ich sagen, würden wir jetzt also anfangen zu reden, oder? Je nachdem, wie nah der vor uns steht vielleicht. Ich würde sagen, auf jeden Fall bemerkbar machen, ne? Laut reden, aber ich würde es nicht aggressiv machen erstmal. Ja. Weil die Situation ist ja noch so, dass er erstmal nur steht und guckt. Er greift ja jetzt noch nicht an. Einfach mal bemerkbar machen, ja? Und da ist er sich dann überlegen, ja, welchen soll ich jetzt nehmen? Also Kevin, und da kommt es dann drauf an, wer dann die Running Shoes anhat, oder der ist dann schneller. Ja, ich schub sie dann hin und dann laufe ich los. Und, nein, das, ja, habt ihr eigentlich richtig, oder? Im Normalfall kommt es gar nicht zu einer Situation, oder eben das Vorbeugen ist wichtig, dass es gar nicht zu einer solchen Situation kommt. Immer ein bisschen reden, hey Bär, dass der weiß, dass ihr in der Gegend seid, und da kommt es nicht zu einer zu einer solchen Nahbegegnung. Aber eben beim Schwarzbären ist das ein viel, viel kleineres Thema, wegen diesem defensiven Mechanismus. Mhm. Aber ja, wenn ihr einen Bären seht, da würde ich sagen, ja, redet mit ihm, macht euch bemerkbar, oder und zieht euch langsam zurück, genau. Ohne euch eigentlich abzuwenden vom Bären, läuft langsam zurück. Es ist also den Bären mal angucken, oder? Langsame Bewegungen sind sehr wichtig. Je näher, wenn man Bären beobachtet untereinander, sieht man, je näher, dass sie sich kommen, desto langsamer bewegen sie sich. Die wollen eine, auf Englisch sagt man Predictability, die wollen vorausschauen können, die wollen voraussehen können, was jetzt dein nächster Move sein wird. Und je langsamer du dich bewegst, je sicherer fühlt sich der Bär. Und deshalb ist es wichtig, dass ihr langsam spricht, eine Ruhe eigentlich ausstrahlt, obwohl ihr innerlich vielleicht nervös seid. Und einfach mit den Bären sprechen. Und wenn die Distanz dann da ist, wo ihr euch wohlfühlt, dann genießt die Begegnung. Ja. Aber also jetzt, wenn wir jetzt einen Bär haben, in der wirklich jetzt nicht 100 Meter weit weg oder 200, dass wir ihn da beobachten können, sondern er ist sehr, sehr nahe, dann ruhig sprechen und halt einfach rückwärts quasi einfach uns entfernen von der Situation. Mhm. Und ich habe auch, glaube ich, gelesen, nicht dem Bär so arg in die Augen schauen, ne? Also nicht so diesen Augenkontakt so forcieren oder so. Das ist ein bisschen Mythe, das spielt denn keine Rolle, ob du dir in die Augen schaust oder nicht. Das Habe ich noch nie bemerkt, dass das irgendwelches defensives Muster oder aggressives Muster auslösen könnte. Was vielleicht noch wichtig wäre, ist, du willst nie in der Nacht einen Bären im Camp haben. Die Bären, vor denen man am meisten Respekt haben sollte, sind die sogenannten Problembären. Das ist ein Ausdruck, den ich gar nicht mag, weil das Problem normalerweise der Mensch ist. Oder bei Problembären, da geht es eigentlich um Abfallbären, Bären, die schon menschliche Nahrung zu sich genommen hat. Vancouver Island ist schon lange nicht mehr so wild, wie es mal war da. Es gibt sehr viele Menschen, die da wohnen, große Städte, sehr viel anthropogene Nahrung, eben menschliche Nahrung, die dann Schwarzbären, wenn die natürliche Nahrung, und das ist mit Klimawandel, ist das immer mehr und mehr vorgekommen, dass durch den Klimawandel die Lachszüge verspätet kommen oder nicht mehr in großen Mengen vorhanden sind. Und in solchen Jahren, da kann es sein, dass sich die Bären dann Alternativen suchen. Und wenn sie dann ein Camp riechen oder so, wo ihr euch möglicherweise aufhält, da kann es schon sein, dass ein Bär da vorbeikommt. Der hat allerdings in der Nacht, das ist meistens einfach Neugier. Und da braucht es einen Stein, hey, get out of here, und dann ist er weg. Wenn ein Bär allerdings dann beharrlich bleibt und nicht weggeht, dann ist es extrem wichtig, dass sie dann eine sehr dominante Stellung einnimmt und dem dann den sozusagen den Meister zeigt, oder? Das muss nicht unbedingt eine Scheinattacke sein oder so,
was bei Schwarzbären extrem selten ist. Das kann man mathematisch fast nicht ausrechnen, wie selten das vorkommt. Aber wenn es zu so einem Fall kommt, dann wäre es extrem wichtig, dass man dann den Bären zeigt, wer der Meister ist und den wirklich aggressiv davon jagt, ob das dann mit Steinen, mit der Stimme oder mit Pfefferspray ist, spielt eigentlich keine Rolle. Aber das gilt jetzt für, das gilt jetzt eher für Schwarzbären oder gilt das für beide? Ist das für beide Arten interessant? Das gilt eigentlich für beide Arten. Du hast eigentlich recht, ja, weil es kann ja sein, dass ihr nicht auf Vancouver Island landet oder so, wie ich euch ja, genau. Von euch höre. Also wir wissen es halt nicht. Es ist ja nur eine Vermutung und ich glaube, es ist nicht verkehrt, wenn wir am Ende des Tages für beides vorbereitet sind. Genau. Wie ist deine Einschätzung zu anderen Tierarten? Ich weiß nicht, inwieweit du da so drinne bist im Thema, aber wir sind auch im Überlegen, ob vielleicht sowas wie jetzt Thema Hirsch, ob das jetzt noch ein Ding sein könnte. Dann gibt es den Vielfraß, glaube ich, noch. Ich weiß nicht, wie er auf Englisch heißt. Puma. Puma ist noch ein Ding. Genau. Elch. Hast du da irgendwie Erfahrungen, vielleicht Tipps, die du uns noch irgendwie mitgeben kannst? Ja, also von all den anderen Tierarten, die ich am meisten Respekt hätte, wären die Mücken. Ja, man denkt immer an die großen Arten, oder es sind eigentlich eher die kleinen oder Zecken. Ja, bei euch in der Regenküste wird es keine Zecken haben, egal wo ihr da sein werdet, vor allem im Herbst nicht. Aber der Elch natürlich auf dem Festland während der Paarungszeit im September, Oktober kann der Elch manchmal ein bisschen, sich ein bisschen, ja, so wie wir in der Bar, oder? Wenn wir Interesse an einem Mädchen haben, da kann es manchmal zu Konflikt kommen, oder? Das ist bei den Elchen während der Paarungszeit ähnlich, oder? Da musst du aufpassen, aber wirklich noch nie was erlebt mit dem Elch auch, das irgendwie gefährlich hätte sein können. Die Art auf Vancouver Island, vor der ich am meisten Respekt hätte von den Großsäugetieren, das wäre eindeutig der Puma. Die Katzen, die sind viel weniger berechenbar. Es gibt ein paar Zwischenfälle in den letzten 40 Jahren auf Vancouver Island zwischen Menschen und Pumas. Aus verschiedenen Gründen. Das sind oftmals das jüngere Katzen, die so am Rand, die gerade sich von der Mutter abgelöst haben, die versuchen noch selber zu jagen. Aber wenn du mal ein Puma siehst, da realisierst du, dass das relativ kleine Tiere sind. Das sind keine großen Großkatzen, wie das der Tiger oder der Löwe in Afrika sind, sondern der Puma, der nimmt hauptsächlich kleine Weißwedelhirsche oder auf Vancouver Island den Blacktail Deer, das sind kleine, also eine kleine Rehart. Und die haben sich auf diese Tiere spezialisiert, nicht auf sehr arrogante, laute, zweibeinige Menschen, die da aufrecht laufen. Aber vor den Katzen hätte ich wahrscheinlich noch mehr Respekt als vor den Bären oder allen anderen Wildtieren. Ja, haben wir auf jeden Fall auf dem Schirm, ja. Ja, und da, ich meine, beim Puma, wenn du eine Nahbegegnung hast beim Puma, ist es auch ziemlich wichtig, dass du da Dominanz zeigst, dass du stehen bleibst und dem Puma Paroli bietest und ihm sagst, hey, get out of here, einen Stein hinschmeißt oder weiß nicht was. Auch der Pfefferspray übrigens wäre für andere Arten anwendbar. Ja, das dachte ich mir schon fast. Da habe ich auch gerade drüber nachgedacht. Ich glaube, also das werden wir wahrscheinlich auch noch da vor Ort dann lernen. Wir kriegen ja dann nochmal so einen, ich sag mal, so einen Crashkurs da nochmal vor Ort, dann spezifisch wahrscheinlich auf die Location, wo wir sind. Also wir werden dann wahrscheinlich nochmal genauer erfahren, hey, hier gibt es diese Art Puma. Die und Pipapo. Diese Tiere haben wir dort vor Ort und sowas. Da werden die das wahrscheinlich auch nochmal sagen, aber das habe ich auch gerade überlegt. Also wahrscheinlich können wir, ich meine, das ist im Grunde ja, wenn ich es richtig verstanden habe, ein richtig starkes Pfefferspray, oder? Ja, ja. Also das ist ja einfach was in den Augen von gefühlt jedem Lebewesen einfach unfassbar unangenehm ist. Also wenn das der Bär nicht mag, dann mag das der Puma auch nicht, ne? Auch bei Menschen übrigens, und das ist ein Thema, das man oftmals auslässt, dass der Pfefferspray ist eine brutale Waffe. Der hat oben, ich könnte eigentlich einen holen hier, der hat oben eine Sicherung drin. Und bei den modernen Sprays heute ist diese Sicherung
wie sagt man, die sieht man in der Nacht, die ist fluorescent, also die leuchtet in der Nacht, oder dass man den Spray auch in der Nacht finden kann, wenn es dunkel ist. Und was oftmals geschieht, ist, wenn du so im Busch unterwegs bist und du hast den Spray hier am Gürtel auf der Seite, dass dann der an einem Busch hängen bleibt und die Sicherung rauszerrt, und das merkt man manchmal nicht. Oh. Und dann drückst du irgendwie aus Versehen auf den Auslöser, was mir auch schon vorgekommen ist. Okay. Und deshalb ist es wichtig, dass man auch weiß, wie man den Spray benutzt und unter welchen Umständen und was für eine potenziell gefährliche Waffe das wirklich ist. Das ist also wirklich extrem ungemütlich. Das kann man nicht vergleichen mit einem Pfefferspray, der die Polizei einsetzt gegen menschliche Demonstranten, sondern der hat ein Zehnfaches von Capsaicin drin, und Bären sind unheimlich schmerzempfindliche, schmerztolerante Tiere. Die haben eine Schmerzensschwelle, die wir uns gar nicht vorstellen können. Und wenn das also einen Bären in die Flucht jagt, dann könnt ihr euch vorstellen, wie das tut, wenn man den abbekommt. Ja. Dann muss also das wirklich vorsichtig sein damit. Aber es ist ein sehr gutes und gutes Hilfsmittel, das auch psychologisch einen sehr wichtigen Einfluss hat auf unser Verhalten im Wald und so. Ja. Dass man so einen Notfall, ich weiß nicht, Waffe ist jetzt nicht das richtige Wort dafür, aber dass man ein Notfall Verteidigungsmittel hat, was man in der Gürtel hat, für den Fall der Fälle. Also du meintest ja, auf den Puma können wir das auch anwenden. Oder den Puma allgemein, quasi, dass du da am meisten Respekt davor hättest. Aber jetzt rein mathematisch gesehen sind ja auch Puma-Begegnungen wahrscheinlich noch viel seltener oder irgendwie, keine Ahnung, Zwischenfälle noch viel seltener als schon die sehr seltenen eigentlich Schwarzbär-Zwischenfälle, oder? So wie ich es gehört habe. Ja, absolut, absolut. Ich kann an einer Hand zählen, wie viele Puma-Begegnungen, die ich hatte in meinen 37 Jahren hier. Und die ich im Winter verfolge ich oftmals die Spuren von Pumas über Stunden hinweg und so. Also es ist sie sehen uns, wir sie aber nicht. Verstehe. Und das ist ja auch ihr Talent, oder versteckt zu bleiben, und so jagen sie, so überleben sie. Sind sehr talentiert, wenn es zu Camouflage kommt. Sind auch viel auf Bäumen und so weiter, oder? Gehe ich mal davon aus. Ja, die klettern natürlich gerne auf Bäume, genau. Und weichen aus, schlafen auch oftmals auf Bäumen, weil sie da sicher sind da oben. Und der Mensch schaut selten rauf. Und der Schwarzbär übrigens auch. Der Schwarzbär, der klettert sehr gerne auf Bäume und verbringt die ganze Nacht da oben. Und das ist auch eine gute Idee, oder wenn ihr da durch den Wald lauft, dass ihr ab und zu ein bisschen raufschaut. Aber was sehr wichtig ist bei dem Ganzen, ist der Instinkt. Wir sind alles Urmenschen. Unsere Instinkte, die gehen Hunderttausende von Jahren zurück. Und unsere Wurzeln, die gehen von unseren Füßen gerade in die Mitte dieser Erde. Und diese Instinkte, die wir haben, ich war zum Beispiel vor ein paar Tagen war ich unterwegs mit meinen Töchtern, und wir haben die Bären geriecht, bevor wir sie gesehen haben. Dass du deine Sinne durch deine Instinkte, die sind noch so wach und lebendig, die kann man relativ schnell wieder aufwecken, obwohl wir eigentlich momentan, fast alle von uns, leben in Betondschungeln, in unseren großen Städten und so, wo unsere Sinne für ganz andere Sachen verwendet werden, aber nicht mehr unbedingt die Natur. Aber das Schöne ist, dass die sehr einfach, wenn man sich in den Wäldern aufhält, wieder aufgeweckt werden können. Und das ist sehr wichtig, dass man diese Instinkte, dass man auf den Instinkt hört bei solchen Aufenthalten in der Natur. Und der ist auch bei euch, bin ich sicher, vorhanden. Also traut dem, diesem Instinkt. Werden wir sehen. Vielleicht schaust du dir dann auch, wenn die Staffel rauskommt, November, Dezember, kannst du ja mal reinschauen. Sascha ist ja auch dabei. Hast jetzt schon zwei Teams so ein bisschen gecoacht, sag ich mal. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Nach dem Gespräch kann ich jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen beruhigter und mit ein bisschen mehr Vorfreude auch. Man geht halt mit reingehen. So einem gefühlten, also mit so ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, was diese Bär-Thematik angeht, einfach hier rein. So. Ja. Es hat für mich so ein bisschen
bisschen dieses Gefahr-Angst-Ding einfach so ein bisschen reduziert. Greifbarer irgendwie geworden. Genau, ne? Und man hat mehr so eine Einschätzung von jemandem, der jetzt halt, also von dir jetzt, der wirklich mal sehr, sehr häufig schon Kontakt hatte mit Bären. Und ja, ich glaube, also wir werden uns da auf jeden Fall nochmal genau anhören, was dann die Leute uns da vor Ort erzählen und was wir da nochmal lernen. Ich gehe mal davon aus, dass wir wahrscheinlich auch mal einen Test Bärenabwehrspray einfach mal in den Wald reinballern, um einfach mal gesehen zu haben, wie es funktioniert. Das ist, wie das wirkt. Genau, aber unfassbar cooles Gespräch, super interessantes Thema. Ja, also ich sehe die ganze Zeit schon die Uhr, wie es hier hochläuft, dass wir jetzt langsam zum Schluss kommen müssen. Aber ich glaube, das Gefühl, wir könnten uns auch Stunden hier weiterreden. Das können wir gerne auch nochmal nachholen dann, irgendwann, wenn wir uns nochmal zusammenfinden. Und wenn wir dort einen Bären sehen werden, dann werden wir auf jeden Fall an dich denken. Das machen wir. Ja, super. Ja, schauen wir dann, ob ihr dann daran denkt oder... Das oder was anderes. Herz in den Hosen unten habt. Ja. Wahrscheinlich beides. Beides so ein bisschen. Ja, ich finde es super, dass ihr euch auch so gut vorbereitet und wirklich alles tut, um für mich eines der wichtigsten Worte, wenn wir in die Natur gehen, ist Respekt. Oder dass man die Natur und die Tiere, die da leben und überleben müssen, für uns ist es mehr oder weniger unterhaltsam, oder? Und Unterhaltung. Und deshalb ist es für mich enorm wichtig, dass man den Tieren wirklich immer den Respekt zeigt, den sie verdienen. Und wenn man das tut, glaube ich, dass das auch wiedergegeben wird von der Natur. Oder dass, wenn die den Respekt spüren von uns, dann werden die uns auch viel mehr respektieren. Und das finde ich unheimlich wichtig, dass ihr mit dieser Grundbasis in den Wald reingeht und da wird auch alles gut gehen für euch, da bin ich sicher. Aber ich finde es super progressiv, was ihr da tut und wünsche euch viel Glück dabei und würde Dankeschön. Mich sehr freuen, Dankeschön. Von euch zu hören, wie denn das alles ausgeht. Und wie Machen das wir. Wir werden dich updaten. Eure Erfahrungen. Machen Wunderbar. Wir. Ey, hast du noch irgendwas, was du irgendwie shoutouten möchtest? Irgendwie bringst du demnächst was raus? Hast du was vor kurzem rausgebracht? Irgendwas... Hast du eine Website, irgendwas, wo die Leute vielleicht mehr über die Thematik nochmal irgendwie bekommen können oder sowas, falls der eine oder andere sich da noch mehr informieren möchte, dann können wir auch irgendwas unten verlinken bei uns in der Beschreibung. Right, ja, ihr könnt einfach meine Webseite reingeben. Ich bin momentan in einem neuen Buch, das wird im AT-Verlag wird das erscheinen, irgendwann im Herbst 2024. Da geht es eigentlich, da geht es um viel Bärennahrung, viele Geschichten drin, es wird viele Bilder drin haben von Bären. Interessantes Buch und da werde ich wahrscheinlich auf Vortragstournee sein, möglicherweise auch in Deutschland, vielleicht in Österreich auch und dann in der Schweiz irgendwann im Herbst 2024. Aber wenn ihr meine Webseite renosommerhalder.ch oder .com, .org, funktioniert alles, wenn ihr das einblenden würdet, das wäre super. Ja, selbstverständlich. Sehr, sehr gerne. Machen wir unten in die Beschreibung rein, dann können die Leute da draufklicken und sich mehr informieren. Falls und vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und hier die Geduld mit uns hattest. Ja, danke für deine Zeit. War sehr, sehr cool. Sehr gerne geschehen. Toi, toi, toi. Alles super. Gute euch. Danke dir. Wünsche dir noch einen wundervollen Tag und danke fürs Gespräch. Jo. Ciao, ciao. Mach's gut, tschüss. Ciao, take care. Digga, was für ein interessantes Gespräch. Krass, also ich war die ganze Zeit zwischendrin, dass ich einfach so mit ihm einfach so privat schnacken wollte. Ja. Muss ich sagen. Richtig verrückt. Boah, sehr geiles Gespräch. Ich gehe auf jeden Fall, wie ich auch schon gerade meinte, mit mehr Sicherheit hier raus. Ja. Ja, Freunde, checkt auf jeden Fall seine Website aus. Unfassbar geil. Ich hoffe irgendwie, wir sehen einen Bären, ne? Ich hoffe auch. Und aber so auf Entfernung wäre cool. Ja, auf jeden Fall. Aber das wäre schon irgendwie nice. Irgendwie so. Ich merke auch, je mehr ich dazu rede und mich dazu informiere und so zu diesen Themen, desto mehr Lust bekomme ich auch irgendwie auf dieses Thema. Ja. Geht das dir auch so? Ja, voll. Also ich hätte wirklich, wenn jetzt zum Beispiel er oder so sagt, keine Ahnung, sagen wir mal, wir werden noch ein bisschen mehr Survival-mäßig unterwegs so. Und er sagt dann irgendwie mal, ey, nächstes Jahr hättet ihr mal Bock, nach Alaska mitzukommen, wenn ich da ein bisschen bei den Bären reingehe in Naturschutz-Dings da. Dann wärst du dabei. Ich glaube, no joke, würde ich mal mitgehen. Aber sagen, kann ich das vloggen? Ja. Oder so, oder wir machen... Ja. Nee, aber wirklich, also irgendwie interessiert mich das voll. Ich muss sagen, dieses...
mal so ein bisschen drüber nachdenken, einfach ein bisschen natürlicher zu leben, habe ich auch in den 3 Tagen im Wald gemerkt. Also ich will jetzt nicht meine Wohnung hier aufgeben und irgendwie in eine Waldhütte ziehen oder so, aber einfach mal ab und zu mal ein bisschen mal wieder back to the roots. Hm. Man merkt einfach, das macht was mit einem. Ja, ja, was er meinte, diese Urinstinkte mal wieder, ja, so zu sich aktivieren. Mal wieder zu spüren, sich, ja, mal wieder ein bisschen mal zu riechen. Sich mal wieder zu spüren. Ist alles okay, Bro? Ja, nee, es ist schrecklich. Ey, wir machen, glaube ich, noch eine gemütliche Empfehlung der Woche. Die darf natürlich nicht fehlen. Ja, keine Ahnung, ich sag einfach, checkt Reno ab. Ja, ey, das ist meine Empfehlung einfach. Ja, Leute, no joke, checkt den ab. Ja, Mann, der Bre hat auch auf YouTube richtig viele Videos im Schweizer Fernsehen gemacht und so. Und checkt seine Bücher ab und shit, ich werde mir die direkt mal bestellen, alle. Ja, Mann. Dann, Freunde, hoffen wir, dass euch die Folge gefallen hat, so wie sie, ja, uns gefallen hat. War mal ein bisschen was anderes. Voll schreibt geil. Uns gerne in die Kommentare, ob ihr das geil findet, wenn wir mal so Experten auch zu anderen Themen einladen. Genau, ob wir da mehr machen sollen. Genau, ja, haben wir ja eh auch schon mal überlegt, ob wir, ja, mal vielleicht einen Biologen oder eine Biologin oder sowas mal, ja, auch mal einladen oder eine Psychologin Sextherapeut oder so. Oder das, genau. Ja. Und dann sehen wir uns, Freunde, beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Klingeling, der Milchmann ist da, Freunde. Mach's gut. Ciao, ciao.